Muay, das ist Tim Melzer Swag. Wir machen heute Kochshow Mac and Cheese. Das ist sehr basic, das Essen, aber es ist sehr nice. Halbe Stunde und man hat ein Ready Designer Essen. Ich habe hier schon ein bisschen Cheese vorbereitet. Ich musste den Cheddar klein schneiden, weil es ihn nicht schon in kleinen Stücken gab in meinem Designer Luxus Gourmet Einkaufsladen. Dann gibt es hier noch Emmentaler dazu, ja, und ein bisschen Parmigiano Reggiano. Das ist einfach die Muay-Art, so wie es auch gemacht werden muss. Dann haben wir hier Bio-Butter. Könnte natürlich auch Cannabis-Butter nehmen, das wäre natürlich auch sehr nice, aber Bio-Butter tut es auch erstmal. Und hier sehr nice, das wichtigste Utensil, Designer Beef, was wir zu unserem Mac and Cheese essen werden. Das ist einfach Muskelfleisch, kein Fett. Und das kann auch mal gerne den ein oder anderen Euro kosten. Made for Meat Cranberry Barbecue Sauce. Direkt aus Amerika natürlich. Und ja, als erstes nehmen wir uns erstmal ein Glas und werden uns erstmal den Morio Muscat einschütten. Das ist übrigens der Wein. Falls ihr ein Date habt mit einer Bitch, holt euch den Morio Muscat, weil das ist der Wein, der ist schön lieblich und der gettet die Bitches schnell drunk, weil sie ihn schön schnell trinken können. Und weil Wein natürlich einige Prozente hat und nicht so ein Bier-Shit oder so. Wir trinken hier nur feinsten Morio-Muscat, aber erstmal nur ein kleines Glas, ja. Und später dann auch mehr. Ne? Wir brauchen auf jeden Fall erstmal die Cooking-Utensilien. So würde ich jetzt hier stehen, wenn ich ein motherfucking Omelette machen würde, aber heute kein Omelette, ja. Heute machen wir motherfucking Mac and Cheese. So, den Ofen direkt mal anmachen, so. Mache ich mittlere Hitze erstmal. Und dann geben wir ungefähr, ja, Pi mal Daumen, 700 Milliliter hier rein. Und werden das gleich ein bisschen abgucken. Und werden die Butter dann hinzufügen, sobald es ein bisschen warm geworden ist, auf jeden Fall. So, das sind 633 Milliliter. So. Das waren jetzt die restlichen 67 Milliliter, die wir noch brauchten. Die machen wir jetzt erstmal einen Cut. Warten, bis es schön warm ist. Auf jeden Fall Milch immer gut umrühren, sonst habt ihr nachher Probleme, wenn euer Personal den Kochtopf spülen will und es dann nicht weggeht. Auf jeden Fall immer umrühren, sonst brennt die Milch auf jeden Fall an. Cut! Jo, wie ihr seht vielleicht an diesem Dampf, die Milch ist jetzt erhitzt. Und jetzt packen wir da ein paar Macs rein. Und ich meine keine MacBooks. Hui Toni. Auf jeden Fall, wir packen jetzt eine halbe Packung rein. Das ist für zwei Personen 250 Gramm ungefähr. Ihr werdet euch denken, was? Ihr macht es in Milch, aber das wird wirklich tasty smooth. Sieht schon nice aus. So, das ist ungefähr halbe Packung. Sollte auf jeden Fall für zwei Personen reichen. Man macht ja auf die Macs noch fetten Cheese drauf und so. Das wird schon heller mächtig. Und wenn ihr dann noch wie wir einfach ein schönes Angus Beefsteak dazu nehmt, dann wird es auf jeden Fall reichen. So, gleichzeitig können wir jetzt die Pfanne hier ein bisschen erhitzen, aber nur wirklich low Hitze so. Ein bisschen Öl rein. Nicht zu viel natürlich, weil die Steaks, die bringen schon so viel Geschmack mit. Kann man auch ein bisschen Salz auf die Steaks putten, das ist sehr divers das Thema. Aber ich mache jetzt hier mittlere Hitze auf jeden Fall. Und dann kann man die Steaks erstmal reinputten und leicht erhitzen. Und wenn sie dann ein bisschen durch sind nachher, ein bisschen Farbe angenommen haben, dann packen wir sie einfach in den Backofen, weil so werden sie einfach super smooth, weil ihr seht vielleicht, ich will mal da nah ran, das ist mein Finger, die Steaks sind auf jeden Fall schon richtig big. Und wenn wir die nur in der Pfanne machen würden, wäre es außen übelst kross und innen wäre es überhaupt nicht durch. Deshalb werden wir sie nachher in den Ofen putten, sobald die ein bisschen Farbe angenommen haben, sobald die ein bisschen angebraten sind. Gleichzeitig nehmen wir hier die Macs in der Milch und ja, dann fügen wir gleich noch etwas Butter hinzu. Und wenn das Ganze dann so 10 Minuten durchgekocht ist, so wie ihr normale Nudeln auch kochen würdet, dann auf jeden Fall puttet den Cheese rein, aber das werden wir alles gleich machen. Wir können jetzt hier, ich mache immer so auf meine Hand, damit man nicht so zu viel nimmt, ein bisschen Salz einfach, handelsübliches Tafelsalz. So. Zack.
So, das ist einfach nice. Den Rest puttet ihr einfach weg. Kann man natürlich auch schon ein bisschen Pepper drauf machen. Aber nicht zu viel. Wie gesagt, diese Steaks, die sind so nice, man muss sie eigentlich nicht wirklich würzen. Das reicht auch an Gewürzen, alles andere wäre Quatsch. So, das hier ist schön leicht am Erhitzen. Diese Milch müssen wir mal ein bisschen umrühren, wie gesagt. Auf jeden Fall die Nudeln, damit sie nicht festkleben und die Nudeln schön silky smooth werden, aber die Milch auch nicht aufkocht. Da beschlägt selbst die Kamera, ja, da beschlägt selbst die Kamera auf jeden Fall. Wenn es eine Bitch wäre, dann würde sie jetzt rot werden. So, wir packen hier noch eine Hitzestufe rauf, putten gleich die Butter rein und dann sehen wir uns, wenn das Ganze ein bisschen fortgeschritten ist. Jojo, während hier das Meat schön am Brutzeln ist, habe ich mir gedacht, ich kriege einfach nochmal einen Freestyle einfach aus meinem Kopf raus. Jo. Ich sage folgendermaßen, ich sippe den Morio Muskat. Meine Rolli-Uhr, wie ihr sehen könnt, hat mehrere Karat. Ich lade eine Bitch ein und wir spielen zusammen Mario Kart. Ich lade eine Bitch ein und ich fix sie in ihren Arsch. Sheesh. Aber Moment. Musste ein bisschen von diesem motherfucking White Wine. Okay, was können wir noch nehmen? Okay, Mois. Wir essen heute Mac and Cheese. Du willst Beef. Du musst aufpassen, dass ich dich nicht mit der Tech erschieße. Sheesh. Damn, das sind einfach die Freestyles, die kommen einfach aus meinem Kopf raus, während ich hier am Gucken bin. Das ist einfach ganz normaler Hochalltag. In diesem gleichen Pot habe ich eben auch schon circa 1,5 Kilo Crack aufgekocht, während hier das Meat am Drippen ist. Wir sind hier, den Cheese haben wir schon vorbereitet, werden ihn gleich hinzugeben. Skrrr! Jo, ich habe die Mac and Cheese jetzt gerade was hochgestellt. Wie ihr seht, die sind ordentlich am Kochen. Also, jetzt beginnt die heiße Phase. Unser Meat ist auch soweit ready. Ich habe es eben einmal gedreht. So diese Farbe solltet ihr ungefähr haben. So leicht bräunlich, aber auf keinen Fall irgendwelche Röstspuren. So, ich werde es jetzt kurz etwas runternehmen und dann Backofen haben wir vorgeheizt, wie ihr seht, 110 Grad. So, das ist ein Richtwert. So. So, meine Rolex ist recht viel wert. So, dann werden wir es gleich einfach reinputten, während hier schon die Sauce rausdrippt. Man sieht es schon, ja. Und hier aufpassen auf jeden Fall, ja, dass die Milch nicht anbrennt. So, das ist Double-Handed Cooking auf jeden Fall. Das ist ein wichtiger Vorgang, dass das nicht anbrennt. In eurer Abwesenheit habe ich die Butter reingetan. Wie ihr seht, hier ein kleines Stück Butter. Dann auf jeden Fall den Herd runterdrehen, ne, sonst. So, das Fleisch ist soweit relativ abgekühlt. Ich rühre noch einmal um. Nehme es kurz vom Herd, weil es schon echt crazy am Gucken ist. Und dann putten wir das einfach hier rein. Nice, vorgeheizter Ofen. Und ja, man macht das einem am besten einfach nach Gefühl so. Aber sonst kann man so sagen, wenn die Mac and Cheese fertig sind, sollte eigentlich auch das Fleisch fertig sein. Ja, wie gesagt, wir haben es jetzt angebraten von beiden Seiten auf jeden Fall. Und jetzt kommt es nur noch darauf an, dass das Fleisch innen auch durch wird. Das haben wir jetzt nicht geschafft, weil viel zu viel Abstand zur heißen Pfanne. Und das würde jetzt richtig crispy da drin. Wenn wir es weiter gebraten hätten, wäre es auf jeden Fall außen echt gut crispy gewesen. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es zart ist, so wie auch der Arsch von einer Bitch. Und Mac and Cheese sieht eigentlich schon sehr nice aus. Ja, die Nudeln werden auf jeden Fall weich. Wir können auf jeden Fall gleich den Cheese reinputten. Ihr seht schon, die Milch hat schon etwas abgenommen. Das Ganze hat sich mit der Butter verbunden. So, es ist sehr nice, es ist sehr gut am Köcheln. Es wird auf jeden Fall sehr nice Mac and Cheese. Ich nehme noch einen Sip von diesem Morio Muskat. Leider kann man hier keinen Mario Kart zocken, während man hier guckt. Bei Mac and Cheese ist schon ein Meal, es dauert nicht lange, aber man muss schon auf jeden Fall dabei sein, damit die Milch nicht anbrennt. So, sonst hat man echt
nicht so tasty Meal und auf jeden Fall später viel Stress beim Abwasch. Ja, das ist auf jeden Fall, das wollen wir nicht. Ne? Und das wollen auch eure Mütter nicht, falls ihr noch minderjährig seid. So, dann könnt ihr nie wieder Mac and Cheese machen. Das wollt ihr ja auch nicht. Aber auf jeden Fall diesen Morio Muscat kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mit einem Bitch im Park seid oder so. Bitches trinken es auch gerne aus der Flasche, so saugen schon vorher am Pint, können sich schon mal beweisen. Das ist auf jeden Fall heller tasty, auch so wer keinen Wein mag, das ist auch ahnbar. Und es gettet die Bitches auf jeden Fall drunk, so das ist ja das Wichtigste. Das wollen wir am Ende des Tages erreichen, so auch wenn wir so ein Meal kochen für eine Bitch. Wir kochen ja im Prinzip nur für die Bitches so und für Shake Life natürlich. Aber das wollen wir am Ende des Tages erreichen, dass die Bitch auf unseren Cock drauf hockt, so ähnlich wie ich auch mit einem BMX-Fahrrad den Bunnyhop mache. Und ja, deshalb muss man heller gut gucken, man muss heller gut looken und man muss teure Klamotten haben und man muss einfach heller swaggy und ahnbar sein und einfach ein fresher Dude. Ich finde, das haben wir hier gut erfüllt. Kannst du nochmal reinfilmen, das sieht heller tasty aus in diesem Ofen. So kann man das auf jeden Fall machen. Damn, ich lasse diese Nudeln jetzt noch 1-2 Minuten kochen und dann melde ich mich zurück, wenn ich den Cheese reinputte. So, wir haben es noch ein bisschen köcheln lassen. Ich nehme es mal kurz runter von der Hitze, damit uns hier nichts anbrennt. Ihr könnt mal so eine Nudeln tasten. Ihr kennt das auf jeden Fall, wenn ihr Nudeln ganz normal im Wasser kocht. Hier ist es so auch. Okay. Wenn ich jetzt Italiener wäre, würde ich sagen, diese Nudeln so al dente. Auf Deutsch sagt man mit Biss. Auf Englisch keine Ahnung. So, dann putte ich die Heat hier noch was runter. So, die haben jetzt auf jeden Fall gut Biss. Jetzt können wir hier den Cheese so nach und nach reinputten. Wie gesagt, das ist Cheddar, Emmentaler und etwas Parmesan, weil wir hier europäischen Swag haben und uns vereinen wollen mit der amerikanischen Kultur. Oh damn, das ist Cheese gedrippt. So, und dann immer schön unterrühren. Und dann seht ihr irgendwann, wenn ihr genug Cheese habt, das wird eine Masse, wie wenn ihr Haschisch herstellt oder ähnliche Substanzen. Oh damn, das sieht doch schon nach Mac and Cheese aus. Na, ein bisschen Cheese geht aber noch auf jeden Fall. Wenn es so nice Fäden zieht, ihr seht hier ein bisschen, dann ist es auf jeden Fall richtig vom Käselevel her so. Cheddar auf jeden Fall heller, ahnbarer Käse. So nice. Oh, das sieht schon ganz gut aus hier. Das sieht schon ganz gut aus. Jo, ich glaube, wir haben hier perfektes Käselevel erreicht. Eine Homo. Haben den restlichen Cheese jetzt reingeputtet. So, wir werden es einfach noch so ein bisschen unterrühren. Und dann könnt ihr richtig niedrige Hitzestufe machen und das einfach so ein bisschen noch einwirken lassen, dass da die Chemie einfach nice ist bei diesem Cheese. So, wie ihr seht, ihr braucht keine irgendwie Verdickungsmittel oder einfach Mehl oder sowas. Das wird schon einfach nice. So, dann schauen wir mal in den Ofen rein. Ah, sieht eigentlich heller armbar aus. Auf jeden Fall am Drippen. Wir werden es jetzt noch 1-2 Minuten drin lassen und dann sollte das eigentlich passen. Und dann sehen wir uns, wenn es angerichtet ist. Skrr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 
Das war die erste Episode von Montags Kitchen, aka Tim Melzer. Vielleicht mache ich jetzt auch noch Tim Melzer Mixtape, Make for Meat Mixtape. Auf jeden Fall, Support geht raus an Dripset Gang Gang, ihr mich motiviert, diese Videos zu machen. Und ja, guten Appetit. Ihr seht dieses Beef hier, das ist genauso wie ich es mag. Ihr habt im Endeffekt hier ein Meal, so ein Hartz-IV-Empfänger würde jetzt sagen, das ist nicht günstig, weil es kostet schon so 10 Euro all in pro Person. Ihr sagt so, ja, dafür kann man essen gehen, aber ihr könnt nicht in ein nice Design Luxus-Restaurant essen gehen, das ist ganz klar. Wenn ich jetzt hier nochmal das Meat in die Sauce putte, ich bin instant einfach in Boston. Ich fühle mich einfach, als wäre ich gerade in Boston. Hätte Abendessen so. Wifey hätte geguckt. Nur das Nice ist, ich habe geguckt. So macht man auf jeden Fall einen nicen Mac and Cheese mit einem nice Steak. Ich bin draußen. Tim Melzer, aka Motai, aka Freshest Dude in the World. Skirt, 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 skirt.